Das ist ein typisches Szenario jetzt, dass das öfter vorkommt, dass ein ganzes Dokument verschickt wird. Das ist aber fescher Blödsinn, weil dann können, oder ich meine, das ist tolle Funktion, dass ich ein Dokument über E-Mail schicken kann, aber letztlich hat man dann genau diese Problematik, dass Dokumente in x verschiedenen Versionen irgendwo im Outlook herumkrebsen. Was ich eigentlich nicht unbedingt machen möchte. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich mache mal Angebot Schulung, das speichere ich jetzt auf den SharePoint ab. Nachdem ich authentifiziert bin, wird das jetzt als Georg eingestellt und verschicke unter Speichern und Senden jetzt hier Speichern, Senden, per E-Mail senden, nicht als Anlage, das wäre eben Old-Style, das wollen wir nicht, wir sind total Next Generation, wir machen einen Link senden. Ein Link senden würde jetzt Outlook öffnen und hat hier den Link auf das Dokument.